Es ist das Thema Tod und alles, was uns drumherum auch beschäftigt. Der Sinn des Lebens, warum sind wir hier auf der Welt und was passiert nach dem Tode? Das ist natürlich im Mozart-Werk allgegenwärtig. Mozart ist an diesem Werk gestorben. Es ist ja unbeschreiblich, dass ein Mensch, der so viel gearbeitet hat, so wunderbare Klavierkonzerte, Opern, Symphonien geschrieben hat, dann arbeitet er an einem Requiem, es war ein Auftragswerk, und er stirbt dabei. Wenn man nun dieses Werk in einen Konzertsaal bringen möchte, dann stelle ich mir immer die Frage, geht das überhaupt? Es ist eigentlich, dieses Requiem ist ja für den liturgischen Zweck, also für eine Totenmesse geschrieben. Es ist ja eine Totenmesse. Und deswegen war mein Ansatz der, dass ich mich gefragt habe, wie sind die Umstände Mozarts Toten gelaufen. Als er gestorben ist, hat man ihn ziemlich schnell begraben. Der Sarg wurde aufbewahrt im Stephansdom. Es wurde wahrscheinlich gregoranische Choräle gesungen, das war Tradition. Es wurde natürlich Texte gesprochen. Traditionen wie zum Beispiel die Totenglocke. Deswegen lasse ich auch dieses Konzept, den zweiten Teil, mit drei Glockenschlägen anfangen. Also eine Art, Mozart ist gestorben. Die Texte haben auch einen Bezug zum Tod. Mozart hat einen wunderbaren Brief geschrieben an seinen Vater Leopold, als er hörte, dass er im Sterben liegt. Und er schreibt da viele persönliche Dinge, einen schönen Satz: Der Tod ist mein bester Freund. Ich werde nie zu Bette gehen, ohne daran zu denken, dass ich nächsten Morgen nicht mehr sein werde. Also er hat gebetet, aber der Tod ist mein bester Freund. Der eine nimmt es mit Freude auf, der andere mit Trauer. Die Musik ist etwas, was ist so etwas unendlich Schönes, dass der Mensch aus jeder Situation etwas ergreifen kann und für sich etwas nach Hause nehmen kann.